So, wir haben für das iCaRe 12 ein kleines Update, das will ich euch auch mal eben zeigen. Wir haben hardwaremäßig ein bisschen nachgebessert. Die Gehäuse, die bisher ausgeliefert wurden im mobilen Einsatz, die werden auch nochmal komplett ausgetauscht, inklusive der Flugmechanik von uns, damit das alles gleich ist, dass der Anwender da keinen Wertverlust hat. Und zwar haben wir hier vorne einmal eine weitere Ausfräsung, dass man besser reinkommt, um den Bolzen zu ziehen. Und die Mechanik geht jetzt auch besser ineinander. Und zwar haben die Stahlteile obendrauf eine Krümmung, wie so ein Kugelkopf. Und im oberen Stahl ist das Gegenstück dafür. Und ich kann die jetzt aufeinander packen. Und man sieht auch hier, ich kann den Bolzen rausnehmen, ohne dass irgendwas verrutscht. Also ich habe eine optimale Führung jetzt, um meinen Quicklock-Pin reinzustecken. Und da braucht man nicht mehr lange rumfummeln und ist auch sehr bequem hier mit dem Platz, den ich jetzt für die Finger zur Verfügung habe. Auf der Rückseite haben wir auch ein bisschen nachgebessert. Da gab es noch einen Kritikpunkt, den wir aufgenommen haben. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Und zwar hatten wir ja unsere innovative Spindelmechanik. Das kennt ihr noch aus dem letzten Jahr oder bei uns von der Homepage. Das waren jetzt zwei Gewindespindel, die sich ineinander geschoben haben, wo ich in der Mitte eine Spannhülse hatte mit dem Links-Rechts-Gewinde. Sehr bequem, das Teil. Man kann es in 0,25 Grad Schritten einstellen, also sehr fein skalierbar. Und der große Vorteil dieser Spindelmechanik war oder ist immer noch, dass ich das ganze Line-Array unter Last geflogen und im Ground-Stacking verstellen kann. Der Nachteil der Mechanik, die wir hatten, ich musste die Gewindestangen, die reingehen, immer eichen, dass sie beide auf 0 Grad stehen oder beide auf 1 Grad. Weil wenn die Gewindestangen unterschiedlich tief reingedreht waren, dann stimmt meine ganze Skalierung nicht mehr. Das haben wir jetzt geändert, und zwar haben wir hier oben ein Frästeil, das hat zwei Druckkugellager. Das dreht sich hier immer mit. Und wir haben die Skalierung nur noch auf einer Seite. Also es ist egal, wie man es reinmacht. Man muss nicht mehr darauf achten, wie die Gewindespindeln stehen. Und hier vorne haben wir jetzt auch eine größere Skalierung drauf, dass man es im Dunkeln auch besser ablesen kann. Und ich kann immer noch alles in 0,2 Grad Schritten verstellen und ist jetzt wirklich ganz einfach, ohne dass man da irgendwie nachdenken möchte. Hier habe ich jetzt 2 Grad. Ruckzuck bin ich auf 2,5 Grad. Zwei Umdrehungen eben. Es geht sehr leicht, es sieht jetzt sehr wertig aus, sehr hochwertig. Das ist elektrolytpoliertes V2A Edelstahl. Die Gewindespindel ist aus legierten, also gehärteten Edelstahl auch. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir sagen, das Teil ist perfekt von vorne bis hinten und genügt unseren Ansprüchen. Vielen Dank. Musik.